Man muss die Leute ein bisschen gern haben, wenn man mit ihnen umgeht, egal ob man Künstler ist oder Politiker oder ob man etwas verkaufen möchte. Und die Menschen gern zu haben, bedeutet nicht nur zu ihnen freundlich zu sein, sondern auch zu sehen, dass wir alle kulturelle Wesen sind. Wir sind nicht nur dazu da, um zu leben, zu sterben und um Geld zu verdienen. Wir wollen das Leben auch erleben. Und Kultur bedeutet auch, den Menschen dieses kleine Stück Mehrwert mitzugeben, was uns von anderen Lebewesen letzten Endes unterscheidet. Wobei es auch inzwischen heißt, dass Tiere auch Kultur haben. Okay, da gibt es vielleicht auch gar nicht mehr so viele Unterschiede. Aber was wichtig ist, es gibt manches Mal mehr Unterschied zwischen einem malenden Affen und einem Politiker, der alles nur über funktionale Dinge sieht und nicht mal an die Herzen der Menschen rankommt.